Sieht ziemlich dunkel aus. Ja. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Nee, hat es nicht. Aber wir haben jetzt gestern ja den Auftrag von Dingens hier fertig. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir irgendwie noch... Das ist, glaube ich, jetzt gerade das Einzige, was ich so finden kann. Weil das sind... Finde die tropfende Höhle. Das ist halt... Oh. Bootshaus, okay. Kehre mit der Marke zu Nelly zurück. Ah, warte, das können wir machen. Wir haben ja einen Schlüssel schon mal gefunden. Ja. Sorry, der Herr wollte noch was. Wieso wird das... Ah, jetzt haben wir neue. Sehr gut. Was haben wir denn hier? Level 15, Level 15 trifft Sebastian. Sprich mit Deke. Sorry. Sorry. Ich muss... Deke will mir zeigen, wie ich mit dem Schnappsack magische Tierwesen retten kann. Ja, ich will. Endlich! Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich Revelio. Einfach unterbrochen. Ja. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an mein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Ja, alles gut. Kümmern wir uns um. Ich habe Deke gebeten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich versuche, seit wie... Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Das hat schon bessere Tage erlebt. Wie viele Eulen wollt ihr noch? Was explodiert? Ja, ich habe den Explosionszauber. Habe ich den eigentlich ausgerüstet? Wartet. Also es ist noch nicht Bombarder. Ich glaube, Confringo. Genau, Confringo war das. Also es ist noch nicht der große Explosionszauber. Xerion, noch muss ich nicht bei dir anfragen wegen einer kleinen Schulung. Aber ja, was den Schnappsack angeht, wie lange sitze ich hier jetzt schon und will diese scheiß Tierwesen, ne? Ohne Mist. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ich dieses Spiel spielen möchte. Tierwesen. Wir brauchen Niffler. Warte. Ich hatte da doch irgendwie... Confringo! Sekunde. Ah, shit. Ich glaube, ich muss den... levitieren lassen. Guten Morgen! Merkel. Merkel, Merkel will. Merkel, Merkel. Nein. WTF. Merkel, Merkel. Nee, das sieht man da nicht. Soll ich ein bisschen rüberrutschen? So, auf
Hier sieht man dich dann. Merkel, Merkel. Nee, du, jetzt hat man deine Schulter gesehen. Merkel, Merkel. Was sind deine Schulter? Ich kann das nicht. Hier sieht man dich. Okay. Ist Merkel, Merkel okay? Merkel, Merkel ist okay. Geht's dir gut, Merkel, Merkel? Ja. Nein, ich muss mir... Nein, ich bin kurz davor, Tierwesen fangen zu können. Es merkelt wieder. Lass mich eben. Außerdem muss das jetzt runtergeladen werden, installiert werden und so. Dann wird das heute mit dem Stream nichts. Und ich will noch die Dings haben. Adioso. Au. Au. Was ist denn das? Adioso. Ich kann den gar nicht zum Levitieren bringen. Au. Au. Falls du mit mir gerade redest, höre ich dich nicht. Ja. Oh Gott. Hallöchen, Leon. Oh, unsere Katze guckt Helene Fischer. So, Hallöchen, Leon. Kurz bevor sie die Zunge rausstrecken, kannst du so ihn levitieren. Ah, okay. Da ist noch einer. Wait a second. Ah. Okay. Gut, dann gucken wir mal, ob wir noch einen finden. Ah, das macht mich gerade ein bisschen traurig. Ich habe meine Katze nicht gut genug erzogen. Was ist mit der Katze los? Die sitzt gerade unten im Wohnzimmer und der Fernseher war noch an gerade von der Sportschau. Und da läuft gerade irgendwie Helene Fischer oder so. Und die sitzt halt auf dem Sofa, so zum Fernseher, hallo, ich bin Murphy, zum Fernseher gedreht. Und es sieht so aus, als ob sie halt fernsieht. Und dann kam Merkel, Merkel gerade rein. Und sie hat ihn halt so angeguckt, von wegen, stör mich nicht bei meinem Mädchenabend. Ungefähr so. Und ich stelle mir das halt sehr lustig vor, wie das Bild aussieht. Wie sie da unten einfach auf der Couch liegt und sich Helene Fischer anguckt. Ich mag aber Helene Fischer nicht, das muss man dazu sagen. Deswegen bin ich etwas traurig, dass ich meine Katze nicht besser erziehen konnte. Hm. Und ja, ich weiß, ich könnte auch einfach... Ich glaube, von hier aus macht das auch mehr Sinn. Ich wollte halt erst noch gucken, ob wir irgendwas in dem Wald finden. Nein. Aber nein. Lara, hast du mich überlesen? Sorry, ja, wahrscheinlich. Bevor man lernt zu sprengen, muss man erst den Entschärfungslehrgang 1 bei mir machen. Oh Gott. Nee, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Also ich will ja kaputt machen und nicht dafür sorgen, dass es nicht kaputt geht. Hm. Diek? Hallo, Diek. Ah, Diek ist so froh, Sie zu sehen. Diek ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben.
Deke hat sowas schon mal gesehen. Deke nennt es einen Schnappsack. Genau, lass mich in diesem Sack verschwinden. Nicht. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Deke auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Deke zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Sehr gut. Deke macht das. Kommen Sie mit. Mhm. Dann lassen wir. Unser erster Halt ist das Burggelände. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Deke, wenn Sie bereit sind. Jetzt! Oh Gott, die Fischer. Mit ganz viel Alkohol vielleicht. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Deke liebt Ausflüge. Schwierig. Also es ist auch einfach überhaupt nicht meine Musik, ne? Das liegt noch nicht mal an ihr als Person oder so, weil ich glaube, sie macht echt geile Bühnenshows. Aber, es war eine dunkle Zeit in Deeks Leben. Deke diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Okay, zum ersten Mal hat er einen Schnappsack gelesen. Ich will nur eben das Lied. Der einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Oh, Knuddelmuffs! Oh. Wir sind da. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. So, dann will ich aber eben mal gucken. Dann packe ich mir den Schnappsack mal dahin. Wo ist der denn? Da. Da. Stell dich nicht so an. Hat sehr gut funktioniert. Juhu, wir haben einen Knuddelwurf. Wir haben einen. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Ja. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Ich will's gar nicht wissen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Mhm. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobbernoi vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Mhm. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay. Tschüss, Deke. Also, Knuddelmuff haben wir. Was haben wir denn jetzt für einen Knuddelmuff? Kann ich das hier irgendwo noch mal sehen? Ja, ne? Rette Tierwesen. Konnte ich nicht irgendwo sehen? Was ich jetzt für einen Knuddelmuff habe? Im Inventar. Ah, okay, warte. Inventar. Ja, wir haben jetzt ein männliches. Wir brauchen ein weibliches Knuddelmuff. Ich will Knuddelmuff-Babys haben. Männlich. Weiblich. Männlich, weiblich. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Okay,
Zwei Knuddelmuffs. Ich hoffe, es war jetzt auch das Weibchen, Männchen. Weibchen, sehr gut. Gut. Hallo, Knuddelmuff. Also ich weiß, G-Man wollte ein Niffler sein. Knuddelmuff hat noch keiner gesagt. Revelio. Okay. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Was haltet ihr denn von der Idee, falls ich morgen streame? Revelio. Weil es wird sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass heute ein neues Spiel hier Einzug findet. So. Ich will doch nur die Truhe hier haben. So. Ich möchte ein Phönix sein. Dafür müsste ich aber erstmal einen Phönix finden. Ich glaube, das habe ich noch nicht mal in dem anderen Spielstand. Ich gehe dann aber mal fliegen im Simulator und hoffe, ohne Probleme zu landen. Ja, das hoffe ich auch. Knuddelmuffs sind mega süß. Jabba-Knolle finde ich nicht ganz so geil. Das zählt. Revelio. Aber Knuddelmuffs sind einfach super. Jo. Aber es gibt so viele schöne Tierwesen. Ohne Mist. Ich will auf jeden Fall auch wieder zwei Einhörner haben. Also ich will ja sowieso von jedem irgendwie mal zwei haben, damit wir die halt züchten können. Und so langsam kommen wir auch raus aus dem Tutorial. Ach so, warte. Da hoch. Ich glaube, ich habe was gehört. Nein, hast du nicht. Protego! Es ist zu langsam! Gymnastik löst dich auf! Ja, das ist kein fairer Kopf! Halt still, du kleiner Kniesel! Nenn mich nicht Kniesel! Aua. Du solltest fragen. Nein, solltest du nicht. Ich bin gerade echt zu blöd. Zu blocken. Keine Ahnung, was da gerade in meinem Kopf vorgegangen ist, aber blocken war nicht so meins. Da oben ist noch einer. Nee, also ein Phönix hatte ich auch in dem letzten Spielstand nicht. Aber da sind wir, glaube ich, auch noch nicht so unfassbar weit gewesen. Mehr hast du nicht drauf. Okay. Easy. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Ja. Unfassbar. Alles schlecht. Ist in der Questreihe von Deke. Der Phönix? Okay, aber ich habe die Questreihe von Deke auch nicht bis zum Schluss gemacht. Also wir sind irgendwie etwas mehr als die Hälfte oder so hatten wir bei dem letzten Spielstand. Na, mal gucken. Jetzt sind wir erstmal bei Jabba Knollen. Hallo Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Ich weiß nicht, glaube ich. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobba-Knolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Livioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Aber das können wir gleich nachgucken. Ich habe den alten Speicherstand ja noch. Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim.
suchen Sie in der Nähe oder warten Sie einfach, bis Sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Ist nicht schlimm. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Deeks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Deek. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und... Mehr will Deek nicht sagen. Aber Deek ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Dann rette ich mal einen Jabbernoll. Viel Glück! Deek wird hier warten. Das ist jetzt Jabbernoll oder Jabberknoll? Glatius genommen, um Tierwesen einzufangen. Ja, ich habe eigentlich immer... Boah, wie hieß das denn? Warte mal, ich hatte nicht Glatius, sondern... Ich glaube, ich bin immer auf Arresto Momentum gegangen. Das lief auch ganz gut. Nummer 1. Okay, Frage, ist das jetzt Männchen oder Weibchen? Ich tue dir ja nichts. Nee, das, was wir jetzt eingefangen haben, war das jetzt Männchen oder Weibchen? Du bist ein Männchen. Sehr gut. Du bist ein Weibchen. Sehr schön. Jabbernoll. Ah, wie bei... Aber das heißt doch knickt. Also ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Das heißt doch knickt, oder? Rebellion. Verstehe ich jetzt nicht. Ich habe einen Jabbernoll. Die hofft, dass ihr Jabberknoll den Schnappsack behagt. Guck, der sagt auch Jabberknoll. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Also nickt es hier noch andere Tierwesen? Deek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Oh, da hätte es auch ein sehr schönes, einen sehr schönen Kunstdruck gegeben. Die waren auch so schön. Es gab sowieso sehr, sehr geile Kunstdrucke. Aber der Niffler war am coolsten. Hallo Eule, kann ich dich auch einsammeln? Hallo? Einfach getreten. Weil ich viel zu viel Eulenpost kriege. So. Revelio. Hallo Deek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster. Aber Leon, alles gut, ich verarsche dich gerade. Wenn Sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen Sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Deeks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Deek hat es am besten getroffen, da Deek nach Hogwarts kam. Deeks Freunde hatten nicht so viel Glück. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deek wartet auf ihre Rückkehr. Okay, so, Mondkälber. Aber... Wir müssen einmal Nacht werden lassen. Indem wir uns hier einfach wieder auf den Boden legen und im Matsch schlafen. Oh, da sind die klobschäugigen Viechers. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Arresto Momentum. So, Nummer 1 haben wir.
glaube, Professor Howard. Ein Mondkalb. So, Sekunde. Es war ein männliches. Wir brauchen ein weibliches Mondkalb. Revelio. Das ist ein Eichhörnchen. Da ist eine Truhe. Da hinten sind sie. Ich brauche ein Weibchen. Sehr gut. Arresto Momentum. Eins, zwei, drei. Ich passe auf dich auf. Ich finde die einfach so geil mit ihren Glubschaugen, ne? Es war schwieriger zu fangen als die anderen, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Hm. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Ja, na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Gut, dann wollen wir einmal zum Raum der Wünsche zurück. Und das mit den Tierwesen, das wird jetzt ein Dauerburner. Ich werde einfach alle Tierwesen sammeln, die wir so sammeln können. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Mhm. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Doch. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Hami war das letzte Mal auch ein Mondkalb, Morpha. Das weiß ich noch. Hami war ein sehr süßes Mondkalb. Sie sieht wirklich aus wie eine junge McGonagall. Nanu? Das ist so geil. Sie haben's geschafft. Aber was ist es? Das weiß Deke nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Es ist so geil. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Ja, dann gehen wir jetzt, ne? Es ist so schön. Oh. Ich liebe es. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Deke? Es sieht aus wie eine Heimat für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Mhm. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. So. Es ist so süß. Okay, Morpha, ich erinnere mich, ihr wart auf jeden Fall hier die Dings, ne? Die Jabanol. Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich habe die verwechselt. Es gab ja noch was anderes, was so voll hässlich war. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Deke ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr okay. Gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. So, Sekunde. Nein, ich will dich doch gar nicht. Oh, ich will dich doch gar nicht. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts.
Sorry. Ah, wie war das denn jetzt? Nein. Wunderbar. Es ist schon sehr schön. Also damit haben sie sich echt ein unfassbar cooles Ding gebaut mit dieser Tierwesengeschichte. Hallo, Deke. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Was möchten Sie wissen? Ich habe da jetzt was eingesammelt. Liefern all meine Tierwesen magische Materialien? Nur glückliche Tierwesen liefern solche Materialien. Wenden Sie Ihr Können aus dem Tierwesenunterricht an. Wenn Sie sie füttern oder mit einer Bürste striegeln, sind Sie zufriedener. Warte drauf, es wird noch geiler. Wie sammle ich magische Materialien? Wenn wir dann später noch Spielzeug haben und so und den Niffler, der uns einfach die Bürste klaut oder so. Überlässt es Ihnen magische Materialien. Wofür kann man magische Materialien nutzen? Genau, wie der Tierebürsten. Sie sind für verschiedene Zwecke nützlich. Nur damit könnte ich mich den ganzen Tag beschäftigen, ohne Mist. Die glaubt, er kann es Ihnen besser zeigen, wenn Sie schon ein paar Materialien haben. Mhm. Danke. Dann sammle ich jetzt erstmal weiter. Wunderbar. Viel Glück. So, wo... Da ist das Mondkalb. Was auch sehr süß ist, wenn wir es gleich bürsten. Guckt es euch an. Seinen kleinen Globschaugen. Hallo. Guckt es euch an. Und? Essen. Es ist so goldig. Es ist einfach so goldig. Okay, Warte. Freilassen, umbenennen, Menü ausblenden, zurück. Schabernol? Okay, wir haben gerade nur die beiden. Entschuldigung, falsche Taste gedrückt. Einfach umgefallen. Warte, was passiert mit dir, wenn ich das mache? Okay, gar nichts. Der haut einfach nur ab. Schade. Aber das Mondkalb ist einfach umgefallen. So, okay, R1 da. Ja. Hallo. Oh, seid ihr süß. Im Mundstein kaputt, man hat das Tierwesen getroffen. Ja, auch das ist mir schon passiert. Sie sind halt schon echt süß mit ihren langen, kleinen, süßen Züngchen. Wir haben jetzt alle hier, ne? Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht.
Damit können sie magische Materialien nutzen und in jede Faser ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Okay. Besorgen wir uns mal den Webstuhl. Ja, die sind noch nicht freigeschalten. Also, ein Webstuhl. Die stellen wir hier einfach mal direkt in die Mitte. Wir können endlich unsere Sachen besser machen. So, wir haben das. Okay. Sehr gerne. Weil den tragen wir ja zurzeit auch. Den nicht, den nicht. Den nicht. Oder ist der besser? Nein. Den tragen wir gerade. Fell eines Mondkalbs. So, dann tragen wir den gerade, weil der ist schlechter. Ja, da gehe ich jetzt wirklich mal danach, was gerade für uns das Beste ist. Und das verbessere ich erstmal. Das ist nämlich auch schlechter. Schlechter. Und die, also wir können erst ab Blau verbessern, okay? Warte. Okay. Oh, ich bin so dumm, ich habe das gar nicht mehr angemacht. Ich hatte das Ding gar nicht mehr angemacht. Deek? Füge einem Kleidungsstück eine neue Eigenschaft hinzu. Warte mal, was nehmen wir denn da? Würde ich mal sagen, nehmen wir mal... Nehmen wir mal den Hut. Eigenschaften betrachten. Der hat schon eine Eigenschaft, okay. Hat auch schon eine Eigenschaft. Imperioziele verursachen zusätzlichen Schaden. Reduziert Schaden durch dunkle Straßenfilter. Ui. Ah, okay, dafür brauchen wir aber Knieselfell. Ah, das können wir gar nicht machen, weil dafür brauchen wir Knieselfell. Was brauchen wir hierfür? Knuddelmuffa, okay. Erhöht Füllrate. Das hört sich doch gut an. Schön. Das sollte ich dir zeigen. Ja. Deek, ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Okay. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Mhm. Deek nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Deek weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können.
Okay. Danke für deine Hilfe, Deke. So. Perfekto. Der Elf, der Schnappsack und den Rest habe ich gerade nicht gelesen. Ein neuer Talentpunkt. Okay. Wir haben hier was Neues. Wir haben hier was Neues. Dann haben wir einen neuen Talentpunkt. Ich glaube, ich bleibe erstmal trotzdem bei den Haupttalenten. Ausrüstung, Inventar, Aufträge. So. Und jetzt wird erstmal neu organisiert.